Für alle die, die ihre Düsternis experimentell mögen. Hallo meine lieben Freunde der gezeichneten Geschichten, herzlich willkommen zu meiner Kurzkritik von Irrlicht von Michael. Und jetzt versuche ich es tatsächlich mal, Mikolajczak. Ich hoffe, ich habe dem Mann jetzt kein Unrecht getan. Aus dem Kult Comics Verlag. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, mein Einstieg, ne? Freunde der gezeichneten Geschichte. Und es kommt aus dem Kult Comics Verlag, der ja auch viele coole Sachen rausgebracht hat. Aber es handelt sich dabei gar nicht um einen Comic im klassischen Sinne. Denn ihr seht, das sind, oder hier kann man es vielleicht ganz gut erkennen, das sind Fotos. Ne? Das sind keine Zeichnungen, wie man das so von Comics kennt, sondern das sind, ja, wenn man so will, eine Bildergeschichte, so ein Bilderroman oder sowas. Ich hätte jetzt fast gesagt, Bravo Story, Love Story aus der Bravo, aber dann ist es doch was ganz anderes. Denn das kann man hier vielleicht schon sehen. Oh, das muss ich gleich mal merken. Also worum geht es denn eigentlich? Das ist schwer zu sagen, weil das Ganze ist sehr experimentell, muss ich sagen. Es ist sehr düster und aber auch irgendwie schwer zu folgen. Es geht hier um einen Mann, ich glaube, der hat keinen Namen, wenn ich mich richtig erinnere, dessen Frau offensichtlich verstorben ist. Oder irgendwas, ja. Seine Anna, auf jeden Fall hat er die verloren. Und er versucht hier irgendwie so ein bisschen, das ganze Buch ist ein, oder die ganze Geschichte ist ein Monolog. Das heißt, wir haben hier immer erredet, manchmal mit Personen, die nicht anwesend sind oder halt nur beschreibt, wie es ihm geht und so und woran er sich erinnert. Das ist nicht chronologisch, meine ich. Und also allein schon die Erzählform ist extrem experimentell. Und die Geschichte ist, wie gesagt, das ist keine klassische Geschichte, die man so durchfolgen kann, die man sagt, so ich lese sie von A bis Z und dann, da muss man sich drauf einlassen. Aber was hier überall mitschwingt, ist Trauer, ist Verlust, ist Einsamkeit, ist ja, Angst oder Verwirrung, das sind die Dinge, die hier geprägt werden in dieser Geschichte. Und dann seht ihr eben schon, dazu passen diese Fotos auch, die spiegeln das eben mit. Wir haben hier, hier sind keine Menschen drauf. Das sind alles, wir haben eine Stadt, die hier ja, so dreckig ist, abgenutzt, ja, viel Beton und Schmutz. Also diese Einsamkeit quasi unseres Protagonisten hier, die auch mit teilweise harter Sprache vorgeht, wird hier nochmal gespiegelt und wird hier so wieder aufgegriffen. Und das ist manchmal echt irgendwie, also hier, ihr seht schon, ich tue mir ein bisschen schwer zu sagen, was halte ich jetzt davon, aber das halt so experimentell ist. Auf der einen Seite ist das Ding ist reine Stimmung, also das blutet Atmosphäre, dieses Ding, das muss man wirklich sagen. Aber wie gesagt, das ist kein, was man eben auf dem Klo wegliest oder so, hier muss man sich wirklich drauf einlassen und es versuchen. Und das mit den Fotos, manchmal hat das so eine gewisse traurige Poesie, würde ich sagen. Also es gibt so Dinge, wo ich sage, also das passt auch nicht immer zum Text, muss es ja auch nicht, aber manchmal habe ich schon das Gefühl, ich bilde es mir irgendwie ein, dass da jemand, dass unser Autor hier gesagt hat, ich schreibe über etwas und versuche ein Bild zu finden, das das irgendwie visualisiert. Und oft hat das so eine Traurigkeit, manchmal ist es auch ein bisschen, ja, platt schon fast oder so. Ein Beispiel hatte ich hier gefunden, da redet er darüber, über ne, weiterlaufen, nicht zum Stehen bleiben und so, in Bewegung bleiben. Naja, und wir haben hier das Foto eines Mannes, der über einen Zebrastreifen geht. Das fand ich irgendwie, also das war jetzt zum Beispiel etwas, wo ich sage, oh, das ist mir irgendwie ein bisschen platt. Aber das ist eine Ausnahme. Na, aber so müsst ihr euch das vorstellen, dass ihr über viel mit sich selbst gesprochen wird, über das Innerste, diese Zerrissenheit und so. Und das wird eben hier grafisch dargestellt. Es ist halt kein klassischer Comic im Sinne von, ne, da hat jemand den Zeichenstift geschwungen und was draus gemalt und dann so, sondern wir haben ja so ein Fotoromanbuch oder so. Ist das jetzt eine Empfehlung? Oder für wem ist das eine? Wie gesagt, wenn ihr, also ihr müsst auf jeden Fall Punkt 1 erfüllen, ihr müsst euch auf Experimente einlassen können. Ihr müsst sagen, ich möchte mal was anderes lesen. Ich möchte nicht immer nur klassisch hier, also Marvel Comics gibt es bei mir ja sowieso nicht auf dem Kanal. Das heißt, wer meinen Kanal verfolgt, weiß, was wir, der hat vielleicht einen anderen Anspruch an Comics oder so oder erwartet was anderes. Aber hier muss man echt sagen, ich muss mich darauf einlassen können. Das ist die erste. Und das zweite ist, ihr müsst auch mit dieser Düsternis irgendwie klarkommen, diese Traurigkeit. Also das, weiß ich nicht, manchmal hatte ich beim Lesen, zog mich das so ein bisschen runter irgendwie. Das ist keine Geschichte fürs Wohlfühlen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ihr müsst auch eben damit klarkommen, dass das eben, genau, wie Anna, seine Frau, meine ich, ja, dass das eben schwere Kost ist und auch schwer intellektuell so zu folgen. Wenn ihr da aber irgendwie Bock drauf habt und sagt, ich würde gern mal was anderes versuchen, mal so ein bisschen links und rechts literarisch quasi ausbrechen und mir das anschauen, dann ist das eine Empfehlung. Holt euch das Ding. Beim Kult Comics Verlag gibt es den. 22 Euro kostet das. Gibt es bestimmt auch
über andere Kanäle zu beziehen. Ich habe mein Exemplar vom Autor zugeschickt bekommen. Nochmal vielen Dank. Vor Ewigkeiten, es hat leider viel zu lange rumgelegen. Ja, also es ist nicht so, dass ich sage, Gottes Willen, ich will ab jetzt nur sowas lesen. Das gehört zur Wahrheit eben auch dazu. Ich musste mich hier schon teilweise ein bisschen so kämpfen. Das ist keine leichte Lektüre, die man so wegsnackt, wie ich das manchmal so gerne sage. Aber wie gesagt, vielleicht ist das was für euch. Schaut auf jeden Fall mal rein, gebt ihr eine Chance. Wenn ihr sagt, ihr wollt mal was anderes, dann ist das so. Das ist Kunst. Ich meine, klar sind Comics auch Kunst. Aber wenn etwas den Stempel Kunst verdient hat, dann ist das Irrlich. Ja. Ansonsten werde ich jetzt nicht in das Genre der Fotoromane abschwingen. Wobei ich da auch nicht viel, glaube ich, zeigen würde. Ich glaube, so viele gibt es gar nicht, wenn ich nicht die Bravo... Gibt es die Bravo eigentlich noch? Macht also keine Sorgen. Das ist, glaube ich, mit das einzige Produkt, das ich überhaupt hier irgendwie bespreche, was kein klassischer Comic in dem Sinne ist, dass es gezeichnet ist, aber ist ja schon irgendwie... Ist ja eine bebilderte Geschichte, deswegen passt das schon noch irgendwie. Ja, bleibt also dran für weitere Comics. Immer mal wieder hier auch was Schwieriges dazwischen geschummelt, aber natürlich auch was Leichtherziges. Würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Und falls ihr ehrlich gelesen haben solltet tatsächlich... oder vorhabt es zu tun, dann schreibt mir doch hinter, wie ihr es fand. Ich würde gerne mit euch einen Dialog über Ehrlich treten, was ihr dazu sagt, was ihr das, wie ihr das findet und so. Also, falls ihr das gelesen habt, bitte reinschreiben. Gut, ich danke euch, bleibt dran, bis demnächst.